Wieder mal einer Empfehlung gefolgt. Wir haben ja in Guayaquil in der Stadt drei junge Schweizer getroffen und die haben geschwärmt, dass sie in Peru waren, am Strand in Mancora und wir sollten da unbedingt hingehen. Wir hatten ja vor, erst mal durch Ecuador zu reisen und Peru ganz jetzt auch mal außen vor zu lassen. Und dann haben wir uns ein paar Strände angeschaut, die uns empfohlen wurden, da in Ecuador in der Nähe von Guayaquil. Und haben uns dieses Mancora angeschaut im Internet und haben uns dann entschieden, okay, das ist nicht so weit weg von Guayaquil, das ist direkt über der Grenze, also 160 Kilometer und sind jetzt gestern Mittag um 2 Uhr hierher gefahren, bis nachts um 11 waren wir dann doch unterwegs mit Grenze und allem drum und dran und sind jetzt hier angekommen. Hinter mir ist viel Sand, die Wüste ist direkt das Meer und haben jetzt hier erstmal ein kleines Hostel, Hotel gefunden, wo wir jetzt die ersten Tage sein werden und schauen uns jetzt erstmal an, wie es denn hier so, ja, wie es hier so ist. Wir waren gestern Abend noch in der Stadt drin oder in einem Dorf drin. Es führt hier die Panamerika mitten durch das Dorf. Es fahren einige große Lastwagen, aber im Verhältnis wenig. Und Busse, aber ganz viel so, ja, in Asien sagt man Tuk-Tuk, ich weiß gar nicht, wie sie hier heißen. Die sind ja hier unterwegs und wie die Taxifahrer halt offen und mit Gepäckauflage hinten. In der Stadt drin ist sehr viel los, auch abends mit Disco, auch sehr laut. Wir waren auch gestern Abend noch am Strand oder in der Nacht, besser gesagt. Der Strand, wunderschönen Sandstrand, das Wasser angenehm warm. Aber auch da leider zwei Diskos, die unglaublich laute Musik haben. Jetzt von daher gucken wir uns heute mal um und dann berichte ich dir weiter, wie es in Mancora ist, in Peru. Warst du schon mal da? Erzähl uns doch, was dir gefallen hat, wo es dir gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen traumhaft schönen Tag. Genieß dein Leben.